Heute häkeln wir einen Sternenanhänger. Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wolaus Team. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen noch so kleine Last-Minute-Geschenke oder auch für sich selber. Für den Tannenbaum zum Beispiel kann man den nehmen oder als Geschenkanhänger. Ich sag mal, wenn ihr eine schöne Flasche Wein oder Sekt verschenkt, kann man den schön oben dran hängen mit einer, ich habe hier gerade zufällig eine liegen, mit einer kleinen Schleife dran oder so, wie ihr beliebt. Also, ich zeige euch, wie das hier heute gehäkelt wird. Ich habe hier diese typischen Weihnachtsfarben für mich gewählt. Und zwar nehme ich die Color Lab dafür. Einmal habe ich hier das Bottle Green, Christmas Red und Antique White heißen die Farben. Sind immer 100 Gramm Knäule. Die Color Lab ist von den West Yorkshire Spinners. Ist eine Decay-Wolle. Entschuldigung. Das heißt, wir haben 225 Meter, wird mit einer Vierernadel eigentlich gehäkelt. Ich häkel das Ganze aber heute mit einer Dreiernadel. Jetzt bleibt mir ein bisschen die Stimme weg. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Es sind immer 100% British Wool. Und ihr seht, ich habe hier einen roten, einen grünen, den weißen. Den machen wir jetzt einmal gemeinsam. Natürlich braucht ihr eine Schere, eine Nadel nachher, um das Ganze alles zu vernähen. So, wir starten das Ganze mit einem magischen Ring, einem Maschenring, so wie ihr das gelernt habt. Ihr könnt natürlich aber auch eine Luftmaschenkette machen mit vier Luftmaschen, die zusammenführen zu einer Kettmasche. So, jetzt kommen hier ganz am Anfang einmal drei Luftmaschen oben drauf. Jetzt arbeiten wir Stäbchen. Und zwar kommt jetzt hier neben ein ganzes Stäbchen. Dafür wickeln wir einmal die Nadel hier, einmal die Nadel um den Faden, Faden um die Nadel, stechen hier in die Mitte rein, holen uns den Faden, gehen einmal erst durch zwei Laschen und dann noch einmal durch zwei. Jetzt arbeiten wir zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen und zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis wir insgesamt sechs solche Stäbchenpakete sehen. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen und sechs solche Päckchen inklusive hier unseren Anfang, sechs Päckchen. Ich habe hier zum Schluss noch einmal die zwei Luftmaschen gemacht. Jetzt können wir hier schon einmal schließen, am kurzen Ende ziehen und noch einmal eine Kettmasche hier oben auf die dritte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben. So, jetzt arbeiten wir vier Luftmaschen. Vier. Gehen jetzt in diese erste Lücke hier rein. Und da kommt jetzt ein Stäbchen rein. Wir machen wieder zwei Luftmaschen. Und es kommt nochmal ein Stäbchen hier in diese Lücke rein. Jetzt kommt eine Luftmasche. Und in die nächste Lücke wieder ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und dazwischen kommt jetzt immer eine Luftmasche. Das machen wir auch einmal Reihe rum, also in jeder Lücke ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen und dazwischen immer eine Luftmasche. So, jetzt sind wir hier bei der letzten Lücke angekommen. Da kommt jetzt noch einmal ein Stäbchen rein. Und zwei Luftmaschen. Und das verbinden wir hier vorne in die dritte Luftmasche. Also 1, 2, 3. Wir haben ja am Anfang vier Luftmaschen gemacht. Da kommt jetzt einmal eine Kettmasche rein. Und wir starten wieder mit drei Luftmaschen. Ich habe jetzt Blödsinn erzählt. Wir gehen jetzt hier mit Kettmaschen.
hier rüber. Wir müssen einmal in diese erste Lücke jetzt hier da reinkommen. Also mache ich jetzt zwei Kettmaschen. Und jetzt starten wir mit drei Luftmaschen. Ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Alles in die erste Lücke rein. Und zwei. Jetzt kommt hier unten, da ist ja diese eine Luftmasche, die wir vorhin gemacht haben, da kommt jetzt eine feste Masche oben drauf. Und wir gehen wieder zur nächsten Lücke. Da kommen jetzt zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Eins, zwei und nochmal zwei Stäbchen, alles in eine Lücke. Und hier haben wir wieder die kleine Luftmasche, die wir vorhin gemacht haben. Da kommt immer eine feste Masche. Also in jede Lücke, wo dieses V ist, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und hier kommt eine feste Masche. Und das machen wir jetzt auch einmal ringsrum. So, ich habe jetzt hier geendet mit einer festen Masche. Hier ist unsere Anfangsluftmaschenkette. Da kommt jetzt eine Kettmasche rein. Und wir starten wieder mit drei Luftmaschen. Und jetzt haben wir hier wieder unsere Lücke und da kommen jetzt drei Stäbchen rein, zwei und die drei, drei Luftmaschen und drei Stäbchen, alles in diese eine Lücke rein. So, jetzt haben wir hier unser Stäbchen noch von der Vorrunde. Da kommt jetzt auch ein Stäbchen oben drauf. Und hier ist die feste Masche von der Vorrunde. Auch da kommt eine feste Masche drauf. So, jetzt arbeiten wir wieder ein Stäbchen, ein Stäbchen der Vorrunde. Und hier in diese Lücke, da kommt jetzt wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. So, dieses eine Stäbchen immer, das erste Stäbchen, das überspringen wir immer. Wir fangen jetzt immer hier in bei diesem zweiten Stäbchen an. Und da wird jetzt ein Stäbchen drauf gearbeitet. Hier haben wir wieder unsere Lücke, wo drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und in diesem Prinzip arbeitet ihr weiter. Das Stäbchen direkt nach dieser Lücke, da kommt noch mal ein Stäbchen drauf. Dann wird das eine Stäbchen hier der Vorrunde, dieses hier, übersprungen. Daneben kommt eine feste Masche drauf. Dann wieder ein Stäbchen übersprungen, auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen und in diese Lücke, da kommen wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Daneben das Stäbchen, da kommt ein Stäbchen drauf, ein Stäbchen überspringen, eine feste Masche. Und in diesem Prinzip arbeitet ihr euch einmal Reihe rum. So, fertig ist schon unser Stern. Wenn ihr den Stern größer machen möchtet, könnt ihr in diesem Prinzip weiterfahren. Wir haben ja hier in der Mitte eben gerade ein Stäbchen vor der Lücke gemacht, dann drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, ein Stäbchen dahinter. Wenn ihr eine Runde größer machen möchtet, dann macht ihr drei Stäbchen vor der Lücke. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen nach der Lücke und dann erst wieder die feste Masche. Also 1, 3, 5, je nachdem, wie groß ihr den Stern haben möchtet,
immer in den ungeraden Zahlen vor der Lücke. Also wir sind jetzt bei 1, dann kommt 3, 5 und so weiter. So, ich gehe jetzt noch einmal mit Kettenmaschen hier oben in diese Spitze rein. Also das heißt, ich mache jetzt hier Kettenmaschen am Rand, weil ich möchte meinen Aufhänger gerne in eine Spitze haben. Einfach mit den Kettenmaschen nach oben wandern. Und jetzt arbeite ich 20 Luftmaschen. So, hier unten wieder in die Lücke rein und das Ganze mit einer Kettmasche schließen. Faden abschneiden. Und das Ganze, hier hole ich noch einmal den Faden durch meine Schlaufe und ziehe das fest. Gleich noch ein bisschen vernähen, ein bisschen zurechtziehen. Und fertig ist der Baumaufhänger, das Geschenk, der Geschenkanhänger, der so wie ihr immer möchtet. Ja, das war schon wieder ganz schnell, habe ich euch ja versprochen, geht wirklich ganz, ganz schnell und ja, super schön zum Verschenken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer freuen wir uns natürlich über das Däumchen nach oben. Das Abo nicht vergessen und natürlich die Glocke, die müsst ihr einmal drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. So, dann bis zum nächsten Mal. Eure Bianca vom Wollhaus Team. Thank you.